Heute habe ich einen Geburtstag gecrashed in GTA und das war sehr cringe. Happy Birthday! Alles Gute zum Geburtstag! Ich wollte gerade sagen, alles Gute! Sie sind ja, alt! Wer hat Geburtstag hier? Happy Birthday to you! Wisst ihr, was es komplett wäre? Wenn ihr abonnieren und liken würdet, das wäre es komplett! Ich habe keine Ahnung, was ich hier auf diesem Server damals gemacht habe, aber ich weiß, dass ich mal drauf war. Vielleicht habe ich die Aufnahme auch nicht mehr, dann starten wir hier, aber wenn ich die habe, dann habt ihr ja gerade gesehen, was drauf war und ich mache hier einfach weiter. Zum Beispiel, da vorne ist einer, aber er fährt weg von mir, weil... Oh, da stehen ja auch welche. Digga, dieser Schleimsaft. Abend. Ein wunderschönen guten Abend, der Herr. Alles gut, soweit. Erschrecken Sie uns nicht so. Jungs, ich war eine lange Zeit im Urlaub. Was ging so lange in der Zeit ab? Ja, Moment bitte. Jungs, komplett, Digga. wie gesagt, was ging? Ich war jetzt, wie gesagt, ich war vor längerer Zeit hier. Was geht so? Was ging hier so in letzter Zeit? Ging hier noch was? Da kommt drauf an, was du suchst. Als ich hier war, hier waren so Mädels mit grün, blauen, orangen, jeder Haarfarbe, Digga. Und die, hier waren hier richtig viele Mädels noch unterwegs. Und die haben ja auch mitgetuned, Digga. Das war geile Zeit. Ich weiß aber nicht mehr. Wir tunen hier nicht. Ja, also reparieren, tunen, also wie gesagt. Tuner, hast du unten your custom. Komplett. Ja, nein, ich meine nur, also hier war richtig was los, hier mit den Schnallen und so. Damals ging richtig was ab. Ich weiß nicht, wie lange seid ihr schon hier auf dem Start? Ich seit gestern. Seit Beginn. Oh. Also ich sehe dich das erste Mal hier, also so ist es nicht. Ja, ich war, wie gesagt, ich war einen Tag hier und dann war ich 3-4 Monate verschollen, weißt du, wie ich meine? So lange gibt es den Start aber noch gar nicht. Ja, dann waren es nicht 3 Monate, dann waren es 2 Monate, was weiß ich, aber es war auf jeden Fall gut lange her. Ja, aber ich bin seit Anfang an hier. Einmal Chef, immer Chef. Komm mit. Der Digga, was ist das für einer? Er haut einfach ab mit dem Gespräch. Willst du jetzt mit hin? Wie bitte? Wir machen kurz eine Dienstbesprechung, wir kommen gleich wieder raus. Achso, ja, nee, meint ihr, ich wollte nur fragen, ob Yo Customs hat das auf? Musst du mal gucken, ob unten jemand da ist. Ich weiß nicht. Kann ich dir das sagen? Hab mit denen nicht am Hut. Okay, ja, das ist ja euer Konkurrent, ne? Die machen ja eigentlich das, was ihr macht, nur ein besser, so mehr oder weniger. Ich sehe den als Konkurrenten, weil die leisten nicht die Arbeit, die wir leisten. Also ist es kein Konkurrent. Die machen ja quasi, hauen die nochmal eine Schippe oben drauf, die tunen sogar, oder nicht? Nein. Dann braucht man ja euch eigentlich gar nicht mehr. Ah ja. Ja, oder nicht? Komplett. Einmal alles komplett, der Döner, bitte. Na gut, wir müssen. Wäre es ja nett, wenn du bitte draußen wartest. Boah, die bauen hier richtig um. Moin. Yo, hörst du mich? Ja, servus. Ja, kannst du mir den Wagen einmal fertig machen? Ich will den Lautsprecher oben. Wup, wup. Okay, weiß ich Bescheid, ne? Aber Kollege, ne? Ja, alles gut, alles gut. Okay. Alles klar, ciao, ciao, viel Spaß. Der kannte mich, Jungs, das war ein Zuschauer. Komplett Rino. Dieser eine Zuschauer wird mich im Verlauf dieses Videos noch hintergehen. Dies wird mich aber dennoch nicht davon abhalten, meine Mission zu vollenden, Jungs. Das ist nämlich übel laut, bitte leiser machen. Ist nicht meine Musik, sorry. Das hat gerade der Chef hier angemacht. Könnte man denken, vorhin. Von den fetten Lautsprechern, ne? Jetzt auf Gebro hat die Scheiße angemacht? Ja. Oh, ich merke schon, du bist mehr so eine, die ist so ein bisschen Temperament auf Krawall gebürstet, ne? Natürlich. Ja, so muss das, ne? So muss sein. Ja. Erstmal den Kräuterlud raus, du. Geh an dein scheiß Telefon. Ja, ich glaube, dass er gerade anderweitig beschäftigt ist. Ja, ich merke schon, ja, das wird. Ich rauche mir einfach eine. Oh, darf man sich bei euch einfach hier in die Lounge setzen? Meinen Sie da? Ja, klar. Machst du mir auch einen Shisha-Kopf klar? Gehört das noch zu eurem Service oder gehört das nicht zu eurem Service? Da muss ich leider passen. Ich weiß nur nicht mal, wie das funktioniert. Okay, vielleicht die Dame, arbeitest du hier oder kannst du da einen Kopf? Weißt du, wie man hier einen Kopf klar macht? Ja, ich arbeite hier, aber jetzt gerade nicht. Okay, aber kannst du mir später einen Kopf klar machen? Nein. Warum nicht? Weil es kein Service von Mosley ist. Ja, ich dachte, ihr bietet die auch Shishatronik an, neben der Mechatronik. Ne? Geil, komplett. Komplett an der Stelle, oder nicht? Peace, was geht? Gute, nicht viel, bei dir? Ja, chill ein bisschen, ich mach mir hier eine Kräuterlund an. Ja, viel Spaß. Willst du eine? Wenn du noch eine übrig hast. Oh, die ist voll dope drauf, Digga. Mit der Cap rückwärts als Mädel. Kommt einer gerade zu mir und macht RP gleich. Peace, Digga. Was geht? Warte, ich setz dich mal zu dir. Keine Scheu, Digga. Was geht bei dir so, Digga? Hast du schon hier die Mädels abgecheckt, Digga? Ja, ist krass, oder? Ich bin mit meiner Frau hier, also von daher. Oh, okay. Fällt das raus. Leider, ne? Ich merk's an deiner Stimme Betonung. Geiler Typ. Komplett. Ja, huch. Huch, komplett Rino. Aber du bist auch neu hier, oder? Ja, geht so, ne? Also bin seit 3 Monaten nur so eingereist, aber dann war ich nur einmal da und dann seitdem, ja, also sozusagen neu insgesamt. Also ich bin hergekommen, weil gestern die Rede davon war, dass wir hier heute eine Party machen. Oh, wir machen heute Party, Uli Abidadi. Ja, mach mal deinen Nacken frei, Daniel Laminati. Geil. Ei, ei, ei. So, Peace.
Ey, Frieda, kurze Anmerkung, sorry, weil Frauen hören das wahrscheinlich viel zu selten. Digga, richtig nicer Sixpack, ey. Richtig nice. Das muss man mal Respekt sagen als Frau ein Sixpack. Ich habe nur einen im Kühlschrank. Und als Frau dann, finde ich, ist das schon nicht schlecht. Danke, danke. Das ist sehr viel Arbeit. Ich hief da drin so ein paar Motoren durch die Gegend. Ja, die Jungs haben ja keinen Bock zu arbeiten, ne? Ja, ich habe die Hoffnung, dass der Azubi hier ein bisschen fleißiger ist. Vielleicht, bevor aus dem Sixpack ein Eightpack wird. ja, hoffentlich nicht wie die anderen, die hier nur, keine Ahnung, ihren Schniedel in den Auspuff stecken oder was auch immer da. Ach, wo, hast du das schon mitbekommen? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die da vorhaben, aber man merkt auf jeden Fall, in welche Richtung sich das da entwickelt. Auf jeden Fall, dass die Mädels da irgendwie mehr anpacken müssen. Alter, ich glaube, der Joint von gestern ballert noch. Joint knallt rein, das Gras. Ja, entweder der Joint oder der Alkohol. Wo ist eigentlich mein Alkohol? Warum bin ich nüchtern? Ich bin zu nüchtern daran. Das glaube ich gern. Peter, hast du noch mal kurz ein Momentchen? Kann ich mit dir noch mal kurz im Lager gehen? Ach, ja klar. Boah. Zum Lager? Boah, was für ein Ferkel, ne? Was für ein Ekelhaft. Was machen die da jetzt? Das Ding ist, ich bin selber noch nicht so lange hier. Ja, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, so eine, die macht's mit jedem. Komplett, Digga, oder? Ja. Guten Moin. Guten Tag. Guten Morgen. Hey, guten Morgen, hey. 21 Uhr, erstmal guten Morgen, ne? Alles klar? Ja, immer. Ja, geil. Und was läuft hier so? Was geht hier ab? Ja, sehr viel. Sehr viel, dann hau mal raus, du Vollpfosten. Wie bitte? Kleines Späßchen. Alles gut. Ja. Oh, der Mann geht wieder nicht ans Handy. Was geht denn hier ab? Oh, wenn wir das wüssten, das ist... Keine Ahnung, ich kann es dir wirklich bei aller Liebe nicht sagen, Hallo. Was hier abgeht. Abend. Grüß dich. Wenn ihr wollt, kann ich euch von meinem Startup-Business erzählen, ne? Ja, sehr ruhig. Ja? Hier wurden schon viele Ideen geboren, hau raus. Ja, ich bin der Gründer der Taschenfuchs GmbH, ne? Ja, ich weiß. Hat man so noch nicht gehört, ne? Ich habe jetzt ein E-Commerce... Klingt vielversprechend. Ja, ich habe jetzt ein E-Commerce gegründet, stehe jetzt kurz vor dem Break-Even-Point und ja, tatsächlich habe ich ganz viele Kunden ansammeln können, ne? Ich denke mal, ja, Vollpfosten hier mit den blauen Haaren könnte vielleicht einige brauchen, ne? Ich kann das so gut, da brauche ich keine Tasche dafür. Ja, der Frau auf den Kopf scheißt. Halt das Ding, ne? Ja, gut. Wer seid ihr überhaupt? Fragt ihren Namen. Wer seid ihr beiden, anderen beiden? Ich muss schon sagen, wen du mit du meinst. Also, ich sag mal, du hast dich jetzt angesprochen gefühlt, dann kannst du ja mal anfangen. Ich bin Frieda. Frieda, Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Ja, richtig. Ja. Cool. Frieda, gut, alles gut. Ich bin der Sebi. Sebi, okay, muss ich mir merken. Sebi mit der Taschenfutz GmbH. Ja, genau. Ich hab meinen Sohn gestern auf den Kopf gejagt. Ist er noch im Bauch von deiner Freundin? Ich muss alles wegzensieren, Junge. Und was steht dir heute noch an? Ist doch irgendwas los hier. Ja, hab ich zumindest gehört. Dem Grauhaarigen auf den Kopf scheißen. Mal Frieda auf die Brille scheißen. Frieda auf die Brille scheißen. Soll ich weggehen und du lässt das dann über mich? Sag mal nochmal irgendwas mit auf den Kopf scheißen und dann hau ab. Irgendwie sowas. Funktioniert die Aktien-App jetzt wenigstens wieder? Lass mir gerne in die Hand und schmierst Frieda die Haare als Styling-Gel. Oh, Junge, mach mal halt mal ein bisschen flacher. Ja, ich muss sowieso mal kurz. Ich merk schon. Ich muss kurz mal pipi, ne? Ich komm gleich wieder. Jo klar. Ja, halt's mal. Darf ich den erschießen? Ja, hast du eine Waffe? Scheiß drauf, der hat ja jetzt ein bisschen rumgepöbelt, soll er machen. Aber der, was sagt der mit in die Hand scheißen und in stylen und was weiß ich? Deswegen sag ich gerade, jetzt ist so ein bisschen so, also am Anfang, wenn es so Kleinigkeiten sind, ich mach viel Spaß mit. Ja. Aber ab einem gewissen Punkt, ich... Was hat er denn gesagt? Also das wüsste ich jetzt gerne. Ich hab in die Hand schissen und dann verstanden. Der meinte scheißen, glaube ich. Das ist schon ein bisschen grenzwertig. Na wirklich, du entspannst, deswegen, ich entspann mich da auch. Ich entspann mich gerade auch. Bei was? Ja? Spannt ihr euch? Kräuterlunte rauchen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich hol mir jetzt auch nochmal welche. Wieso habe ich die eigentlich nie dabei? Ich weiß nicht mal, wer welche Auto. Kräuterlunte rauchen. Ich dachte kurz, ich hätte mich jetzt hier verhört. Ich dachte, es ging um mich oder so, weißt du? Also jetzt, ich muss mal sagen, seitdem Frieda weg ist, stinkt sie nicht mehr, ne? Hat sie aufs Sofa geschissen oder was ist sie los? Männer? Du kannst den Weißhaarigen mal ein bisschen abfangen. Sag mal, die Haare vom weißhaarigen Schwarzfärben, den man da Scheiße reinmacht und dann einklemmt. Kollege, wie alt bist du eigentlich mit den weißen Haaren? Ich? Ja, du scheinst mir doch relativ jung. Ich meine, wir könnten ja auch einmal mal in deine Haare reinscheißen und die schwarz färben. Hey, das lassen wir mal lieber. Ich finde, die weißen Haare stehen ihm echt gut. Ja, genau, richtig. Ja, Frieda, dich hat keiner gefragt, halt mal die Fresse. Pass mal auf, Junge, jetzt checkt 13. Das ist mein Grund und Boden. Wenn jemand sagt, dass er die Fresse zu halten hat, dann bin ich das. Hast du dich verstanden? Die einzige Antwort, die ich akzeptiere, ist ja. Sag, du hast eine erfolgreiche GmbH. Hör mal zu, ich habe eine erfolgreiche GmbH, ich verkaufe Taschen. Du kannst mich hier nicht blöd anmachen. Mir ist doch scheißegal, du verlässt jetzt das Gelände. Mädel, hast du Tippex gesoffen oder was willst du von mir? Sie dürfen gehen. Möchten Sie das mit die Polizei hinzuziehen? Ich glaube, du hast zu viel am Furzgas
ausgeschlüffelt, so wie du aussiehst. Ist ne? doch vollkommen okay. Einen wunderschönen guten halt Abend. Halt die Fresse. Wieder, wieder von Mauslege. Du darfst mir wieder einen raus vom Platz schmeißen. Oh. Ich habe hier schon wieder einen, der nicht weiß, wie man sich benehmen möchte. Sag mal, boah, was redest du da ab? Bitte komm einfach her und schmeißen hier runter. Halt's wohl, Frieda. Hier wurde Hausverbot ausgesprochen. Oh. Mir platzt hier gleich der Kragen. Frieda, die Blauhaarigen auf die Hase, auf die Hasenpfote kannst kacken. Kannst du auflegen? Frieda das Gesicht voll furzend. Ey, geht hier eigentlich noch eine Party heute? Wollen wir nicht mal ein bisschen hier... Komm, jetzt machen wir hier ein bisschen Stimmung, heute, oder? Selbst wenn hier eine Party geht, bist du heute nicht Wollen da. Wir mal ein bisschen Stimmung machen hier, ne? Unterbrichst sie gleich aber... Junger Freund in der Lederjacke. Wie ist denn deine Versicherungsnummer? Digga. Ah, da kommen die Furzen. Solche Wörter möchte ich hier nicht hören. Ja, aber dann können sie jetzt das Gelände verlassen. Hey, das Gelände verlassen. Rechts den anmucken mit dem Zopf. Der Idiot hier hinter mir mal weggeht, bitte. Na, der Idiot ist der Inhaber von dem Laden hier. Genau. Ja. Ich hab gehört, du hast hier ein Hausverbot gekriegt auf Lebenszeit. Pack den mal ein hier, ich brauch den abschauen. Also wirklich, meine Güte, da gehe ich halt. Hey Frieda, wir sehen uns, ne, du alte Schrulle. Und hier. Ich freue mich, wenn du gar nicht mehr wiederkommst. Gehen Sie jetzt bitte. Ja, vielleicht sehen wir uns ja später auf der Party. Da kann ich dir noch mal ein paar Getränke ausgeben, du kleines Flittchen. Warte, Flittchen? Der damit. Typ geht aber sowas von. Den will ich hier gar nicht. Ja, beruhig dich jetzt. Alter Schwede. Das war's komplett. Ich glaube, ich habe mich an der richtigen Firma beworben. Ey, ist er jetzt endlich weg, oder was? Ja. Yeah. Irgendwo ist es dann auch nicht mehr so witzig, wie es dann witzig sein sollte, weißt du? Ja, irgendwann ist es vorbei. Ich werde jetzt wie ein Mexikaner reden. Da kommt der nächste angehört. Wunderschön. Hola, hermanos, alles klar? Guten Abend. Abend. Está bien, hermanos. Sí, ¿cómo está? ¿Qué lenguas hablas? Oh, ich spreche leider nur Französisch, Mann. Ich bin mit Spanisch voll durch. Soll ich einfach so sagen, ey, ich bin der von vorn und dann schlage ich dir einfach tot? Nein. Boah, provoziere jetzt mal den Chef. Hombre. Hermano, ich spreche mit dir. Was? Hallo? Ich hab gerade ein bisschen abwesend. Passiert halt mal, wenn man die Buchhaltung nebenbei auf dem Handy macht. Halt mal deine Fresse, pack mal dein Handy jetzt weg. Ich hab dir was zu sagen, ich kenne dich. Ich kenne dich nicht, ich höre dich nicht, ich seh dich nicht. Du hast einen Freund von mir hier, Hausverbot verteilt. Ach du Scheiße. Ach, du willst auch Hausverbot haben, kein Problem. Nee. Hör mir mal zu, Hermano. Junge, setz dich doch bitte hin, nicht dass Frieda, wie wär's, wenn du einfach mal die Fresse hältst, ne? Ich find das immer toll. Halt doch einfach mal die Fresse, ne? Ey, Digga, jetzt damit? Verpiss dich. Halt doch einfach mal die Fresse, ne? Wie wär's damit? Frieda, ah. Ich bin gefreezed. Na, passt? Warum kann ich mich nicht bewegen? Was ist das denn hier für ein Scheiß? Er tut ein bisschen weh, so ein Messerstich, oder? Nee, hat nichts damit zu tun. Ich wurde gerade von einem Teammitglied eingefroren, steht hier gerade. Bäh. Oh, das ging ja. Oh, Digga, wie lasst du dich nicht? Ja, scheiß Frieda auf den Schädel, ne? Okay, mein Freund, das war jetzt einer zu viel. Soll ich mich offiziell beschweren? Taschenfurz. Danke. Oh, ich wurde gebannt. Geil. Wir sind wieder back, mitten in der Woche, 10 Uhr abends. Eine kleine entspannte Runde Epi. Oh, okay, da sind sie schon, okay. Hier haben wir sie, ja, die Kandidaten. Ja, oh, okay. Servus Frettchen. Finde ich jetzt schon super. Fängt nicht gut an. Smoke weed every day. Fangen wir jetzt erstmal hier an. Ich möchte deine Versicherungsnummer. Immer noch 38. Wird's mal hier oder was hier? Was wollt ihr noch austauschen für Nummer hier zum Beispiel? Ja, ist doch egal. Geht dir gar nichts an. Ist jetzt erstmal firmenintern. Ja, sorry, ich wollte jetzt auch nicht auf die vollgeschissene Unterhose treten. Alter Schwede, ich krieg's ja zu viel. Auf jeden Fall, Ich hab gerade einen Intus. Digga, jetzt halt's Maul! Digga, ich hab ein Intro, sorry. Ja, okay, dann setz dich doch bitte auf die Couch. Ach so, weil wir alle toll sind. Da ist eine Couch, da kannst du dich hinsetzen. Das ist dein Anteil. Ui. Uiuiui, das ist ein bisschen wahrscheinlich, ne? Dafür, dass du erst seit 18 Uhr hier arbeitest, finde ich das okay. Ey, komm, sag mal offen und ehrlich, wie viel hast du da gekriegt? Das ist diskret eigentlich. Oh, okay, schade. Aber ich sag mal so, ist lecker. Oh, lecker schmecker, okay. So muss das. Kann man nicht meckern. Aber bei mir nicht. Ja, vor allem bei so einem Typen, der da wahrscheinlich, ne, bei Mosi, also dem Chef, dann nochmal ein paar extra Dienstleistungen anbietet, kann ich mir vorstellen, dass er da den einen oder anderen extra Zahler da noch raus. Zum Beispiel, wollte ich nur mal so sagen. Geil, komplett. Findest du dich witzig? Wie, meinst du das? Weil ich es nicht lustig finde und du gelacht hast. Deswegen war meine Frage, war das jetzt so ein Lacher, weil der zu dem Witz gehört? Oder war das, weil du dich selbst witzig findest? Zum Beispiel beides. Ach so, okay. Gut. Ich wollte nur nachfragen. Ja, deswegen, du wolltest da mal nachfragen und ich werde es dann kurz mal beantworten, ne? Ja, klar. Deswegen frage ich ja nach, damit du antworten kannst. Weil sonst einmal bitte kurz da weggehen. Ich müsste mal wegfahren. Wie bitte? Einmal bitte da weggehen. Ich müsste mal wegfahren. Aha. Ja, ich hab dir deine Karre übrigens nach hinten gestellt. Darfst du selbst reparieren? Komplett, der Chef muss auch mal arbeiten. Ich arbeite immer 24-7. Ja, klar. Hand hab ich seine Bonus. Deine Palme bist du vielleicht am Arbeiten oder am Rumwerkeln, dass du da die schön hochzüchtest, aber sonst nichts.
irgendwas verstanden? Mhm. Ich habe keine, hab keine Ahnung. Da seid ihr ja schon. Damn, wer ist das denn jetzt? Ich würde mich jetzt hier aufs Auto setzen. Kann einer ein Bild machen? Weißt du, manche Leute wissen nicht, dass man nicht auf Auto sitzen darf. Nur für ein Bild. Das ist aber nicht ihr Auto. Da fragt man erstmal. Ja und? Ein Bild ist auch nicht schlimm, Digga. Digga, ich bin nicht Digga. Wer bist du denn? Ja, also jemand, der im Auto sitzt, dem verrate ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich heiße Frieda. Aber die steht ja da. Ich schlag dich. Mama? Ja? Wir kriegen morgen jemanden. Mama? Das sind Kandidaten, das ist gerade Kandidaten-RP gerade. Sorry, das ist Kandidat. Kandidatismus ist das. Wer ist das denn? Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo. Ach, die Frottastik. Auch wieder nüchtern. Warte mal. Moin. Endlich mal, Leute. Ich laufe ganz Zeit rum hier. Der wie scheiße. Was ist denn hier los? Das für eine Mucke, ey? Kann man mir die Drecksmucke ausmachen? Danke. Kann man sich mal benehmen, wenn man hier hinkommt? Oh. Du bist auch so eine Kandidatin, ne? Ey, sag gerade der Richtige. Ne? Aufpassen, mein Freund. Kannst ja mal kandidieren oder so. Ich will dich, ich sag's dir, wie es ist. Du hast auch so einen Slip auf dem Kopf, ne? Wer hat einen Slip auf dem Kopf? Ja, hast du es noch nicht gehört? Das ist der neueste Schrei. Also kennst du dich nicht mit Mode aus oder was ist da los? Okay, laber weiter, so viel Scheiße. Komm, soll ich was Nices machen? Ach komm, mach. Soll ich jetzt was Nices machen? Ach komm, bitte. Okay, nice. Sein Ernst? Nice. Schön. Hast du toll gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns nicht wieder. Ja, Hurensohn, Alter. Komm nicht klar, Digga. Wir haben es mitten in der Woche. 23 Uhr, sag mal. Und die machen hier so ein... Nein, lass den Scheiß, Jungs und Mädels. Lass den Scheiß. Ich mag sowas nicht. Lass den Scheiß jetzt mal wirklich. Yo, Dicker, ich merke gerade, alle sind hier versammelt, Digga. Geht hier noch was? Sind wir gerade dabei. Was macht ihr denn gleich hier für eine... Gleich Party. Bisschen Musik laufen lassen, Alkohol ausschenken, das Übliche. Geil. Und deswegen, genau das geht jetzt, hä? Irgendwer hat Geburtstag, wer von denen ist das? Dann weiß man, wen man gratulieren muss bei den ganzen Idioten. Das dauert noch ein paar Minuten, aber du wirst es dann, glaube ich, hoffentlich merken. Geil, okay, ich will jetzt auch nicht auf den Cap scheißen, aber bis wann geht denn das Spektakel dann? Nennt sich Open End. Geil, okay, da bin ich doch dabei. Dazustellen, gute Laune haben, entspannt, wie immer. Was ist das für ein Auto, wenn ich mal fragen darf? Schäfter V12. Schäfter V12? Was? Ein Schäfter V12. Ach, V12, Motor. Ja, ich bin nicht so im Autogame drin, weißt du. Redest du davon, dich fragen, wie viel so die einzelnen Teile und so gekostet haben? Oder bist du da mehr so diskret? Der Wagen hat mich roundabout 300.000 gekostet. Tschüss, okay. Ich will jetzt auch nicht zu nahe rücken oder irgendwie auf die Brille kacken, aber wie kannst du dir das denn leisten, Digga? 300.000? Das geht. Was soll ich sagen, Lukas, sag mir ein paar Sachen. Ich habe halt einen guten Job. Was hast du denn als Job? Auf die Stirn scheißen. Ich bin Kopf. Welche Position haben sie da? Oder ich will jetzt auch nicht auf die Stirn scheißen, wenn sie das nicht sagen dürfen. Das ist auch okay. Das muss ich Ihnen nicht sagen. Ja, wie gesagt, da wollte ich Ihnen. Es lässt sich gut damit haushalten. Ja, ich merke. Also, wer so einen Wagen hat, der... Ich will jetzt auch nicht wirklich... So, ich will Ihnen jetzt nicht das Hinterteil voll scheißen, aber wie viele haben Sie von diesen Autos? Ich will Ihnen jetzt nicht voll heftig in die Fresse kacken. Jetzt mal so gesagt, wenn du dir die anderen Autos anguckst, also der ist geil, ne? Aber ich will jetzt auch nicht in die Fresse scheißen, voll heftig, aber die anderen haben ja auch heftige Autos, weißt du? Ja, aber mir reicht der. Ja, glaube ich, also mir reicht, guck doch, ich habe den VW mit dem Lautsprecher. Komm auf Kacke, so dass er das versteht. Du bist so richtig locker, so weißt du? Du lässt nicht einfach mal so einfach mal den Mund voll scheißen, du bist einfach so, du machst dein Ding. Bitte? Wie redest du eigentlich? Bitte was? Schönen Abend noch. Okay, wo holt man sich die Getränke? Warte, das ist jetzt gerade ein Frauengespräch, Entschuldigung. Wo man sich die Getränke holt? Da ja, trotzdem stößt du gerade eine Sekunde. Okay, die nehmt ihr jetzt mit. Was tanze ich denn? Tanze ich sowas? Du tanzt mit mir, los. Ach, ich tanze mit dir? Ja. Wieso? Los, was ich sage. Das ist voll peinlich, Digga. Reden die da hinten eigentlich über mich? Wäre ich gleich gebannt, Rino? Und guck mal, ich hole jetzt sie wieder. Bock zu tanzen? Ich komme jetzt gleich dazu. Danke. Cool. Hast du dem Dings irgendwas zum Geburtstag geholt? Nö. Bitch? Die haut einfach ab, während ich mit ihr rede? Damn! Oh, wie die hier... Das regt mich irgendwie auf. Ja, komm mal mit, Jenny. Junge, jeder Läster geht über mich hin lästern. Jetzt noch eine Shisha und das wäre perfekt. Mhm. Ja, da stimme ich dir zu. Shisha ist auch geil. So ein schönes Köpfchen. Mm. Oh, am besten finde ich Wassermelone. Oh. Oder ja, Robin, diese Eisbonbons. Ja, Robin, da musst du nochmal in den Keller Kohle schaufeln gehen. Meinst du Eiskaktus?
Ja, oh, oh geil. Haha, Shisha, Digga. Die Shisha wohnt zu Maike. Nimm Abstand von mir. Junge Freund, ich glaube, sie mag dich nicht. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ja, nimm mal ein bisschen, mach mal ein bisschen Luft dazwischen. Ja, safe. So. Ich wollte nicht auf der Stirn pissen, sorry. Ja, das, nee, anderthalb meine, mach mal noch so ein bisschen Abstand dazwischen. Passt schon. Passt, okay. Happy alles Gute zum Geburtstag. Ich wollte gerade sagen, alles Gute. Sie sind ja, eins. Er hat Geburtstag hier. Happy danke, danke. To you. Alles Gute. Happy Birthday. Ja, ne? Happy Birthday to you. Ey, ich hab ne Idee. Glaubst du, er wird sich freuen, wenn ich ein bisschen Geld schenke? Oder schenken die anderen dem auch nichts? Ich schenke ihm jetzt Alkohol. Kannst du mir auch ein bisschen irgendwas geben, dass ich ihm das schenken kann? Das sei doch einfach da, hab gute Laune, das passt schon. Der weiß, dass du doch nicht hast. Nein, ich wollte noch irgendwas sagen und Brille scheiß. Ich will dich jetzt nicht echt anpinkeln oder sowas, aber das Ding ist, das wäre halt voll nice, wenn ich so ein Geschenk für ihn hätte, weißt du? Ja, aber er weiß ja, dass du nichts hast und dass ihr euch auch nicht kennt, das ist nicht schlimm. Sei ja. Einfach nur anwesend, sei cool drauf, trinkt was mit uns und... Gute Nacht, der Herr. Ach, geht ihr pennen? Ja. Ja, so langsam. Alle pennen oder was? Ja, hast du mal oft. Wir haben doch nur darauf gewartet. Wie bitte? Harry ist so süß. Es ist. Ja, das ist gerade ein bisschen intim zwischen dem Mann mit der Maske und mir. Meinst du mich? Nein! Oder also, steht ja, ihr doch, aufeinander oder was? Das weiß er noch nicht. Ich glaube, das möchte er mir gerade sagen. Oder lass es sein, ganz ehrlich, die will nichts von dir. Die hat mir heute gesagt, dass sie irgendwie vom anderen Ufer ist. Ich habe mit dir heute noch kein Wort in der Richtung gewechselt, aber okay. Hä, meintest du nicht heute? Wenn du jetzt wieder mit auf den Kopf scheißt oder auf den Kopf pissen kommst, dann darfst du mehr als nur einen Meter machen, mein Freund. Also darf er jetzt noch sein Herz ausschütten oder nicht? Ich will euch ja nicht in die Ohren scheißen. Wollen wir die Tür gerade einparken? Ja, genau. Dann pack ich schnell ein. Was ist mit der los? Ich glaube, die mag dich einfach nicht. Ja, habe ich auch das Gefühl, als hätte ich hier irgendwie... Ja, du bist sehr unfreundlich zu den Leuten hier meistens, ne? Meistens? Ja, wir haben jetzt schon öfter hier gesehen. Also immer wenn wir so von dir gehört haben, warst du unfreundlich. Aber mir ist es eigentlich relativ egal, wer hier unfreundlich ist. Mich juckt das alles nicht. Das ist auch mein Ding. Hm. Hast du gut punkten können noch bei ihr? Auf jeden Fall. Sind die einen von euch unten? Wow, Alter, hab ich wieder gepunktet. Was ist mit unten? Basket, YouTube ist der Boy. Geil, hier weiter bei der. Guck mal, der Typ, dieser Typ, der so ganz am Anfang vor mehreren Tagen oder so meinte, yo, ja, dein Zeug, der ist ein Lappen. Es hat sich herausgestellt, dass er leider wahrscheinlich ein Lappen ist. Wahrscheinlich, das ist meine Theorie, weil ich bin gebannt auf dem Server. Ich bin einfach gebannt und den letzten Stand kennt ihr ja, klar. Ich habe ein bisschen hier Stirnscheißen da, Facepissen da, aber ich wurde erst nach so 2-3 Stunden gebannt, ich wurde garantiert von jemandem gebannt, der wusste, wer ich bin. Und das kann nur dieser Typ gewesen sein. Wisst ihr, wie ich meine? Weil er sich da an die EP-Chaya rangemacht hat. Das ist peinlich. Das ist peinlich gewesen. Der hat mich gebannt. Aber so einfach lasse ich mich nicht lumpen. Den Sack muss ja trotzdem dann irgendwer zumachen. Und deswegen heute dabei ist... Isoblasi wieder back am Start hier für euch mit einem weiteren Gameplay-Commentary hier auf 5M. Normalerweise, das wäre jetzt so auf Krampf. Er müsste aufnehmen, mir das schicken und dann ich vielleicht so auf... Aber guck mal, Discord, das ist fucking gut. Das ist gut. Discord, das ist gut. Das habt ihr gut gemacht. Man kann jetzt bei Discord seinen ganzen Bildschirm streamen und dann höre ich auch alle System-Sounds von ihm. Ja, Jungs, wir haben uns jetzt jedenfalls ausgerüstet. Gleich geht's richtig ab. Marva macht die Riodoro Tropical bei Meerfrucht. Riodoro Tropical bei Meerfrucht. Riodoro Tropical bei Meerfrucht. Riodoro Tropical bei Meerfrucht. Soll ich den hier nehmen? Nein, das ist auffällig. Also kein Troll? Nein, kein Troll aussehen. Das können wir nicht riskieren. Sag mal, wenn du dieses Mädchen, diese Mechanikerin siehst, hi, seid ihr hier die Tuner? Dann wird die sagen, nee, wir reparieren nur und dann... Oh, sorry, ich wollte jetzt auch nicht deinen Mund komplett bis zum Hals vollscheißen, ne, aber... Also irgendwas auf jeden Fall. Wir müssen irgendwas mit vollscheißen oder anpissen bringen, wie gestern. Tag schön. Schönen guten Tag. Oh mein Gott. Sie kommen ohne irgendwelche Einladung oder... Na Quatsch, nein. Nee, also ich habe einfach nach einem neuen Start gesucht. Hätte ja sein können, dass sie irgendwie mit ein paar Leuten... Ach so, nee, ich bin alleine. Ich bin alleine. Und dadurch hier auf den Start gestoßen sind. Ach so, nee. Ich... Und dann mir folgen. Jo, machen wir. Das ist nice. Das ist gerade voll nice. Die ist saudumm und bewundert gleich deine RP-Baukunst. Stellen Sie sich hier einmal bitte vor die Tür. Daro. Ja, ne, sofort rollen. Sofort zur Werkstatt. Sofort abstechen. Sofort. Oh, drei Leute. Oh, das ist sie. Ich sehe sie nicht. Bei mir ist das zu verpixelt. Die hat so eine Cap auf. Ja, das ist sie. Ich bin der Valentin. Ah, cool. Schön, dich kennenzulernen, Valentin. Moinsen. Ich bin der Alex. Wollte mich mal kurz nur vorstellen. Von da hinten sah er aus wie Jonas. Aha, so, nee, ich kenne keinen Jonas. Okay, chillen jetzt. Ruhig bleiben. Ja, das ist das Problem. Ich bin immer kurz vorm Troll, bin ich immer sehr aufgeregt. Ey. Coolness bewahren, jetzt cool bleiben. Boah, die schraubt da rum, ey, das provoziert mich.
neu eingereist oder was? Ja, genau, genau. Ah, okay. Ich wollte jetzt auch nicht, während du hier am rumtüfteln bist. Alles gut. Alles nee, ich wollte jetzt auch währenddessen nicht auf die Cap scheißen oder so. Ja, aber. Nein. Nein. Ja. Finde ich super. Ja, genau. Hast du viel Spaß? Hast du einen Low-Taper-Fade? Schnell zu dem Typen. Ey, Frieda, hast du einen Low-Taper-Fade? Kann das sein? Nein, der ist im Auto. Moinsen. Ey, ich hab hier einen Low-Taper-Fade verpasst. Nicht wundern, ne, an der Stelle. Frieda aufs Käppchen kacken. Nein! Okay, egal, war fair, war nice. War fair.